Hallo zusammen. Ja, ist denn schon wieder Dienstag? Ja, ich fürchte schon. Und ich muss auch wieder Rocket spielen, denn ich bin groß gescheitert, habe es vor 2 Wochen nicht geschafft, habe dann erstmal eine kleine schöpferische Pause eingelegt und diese Woche möchte ich es jetzt nochmal wissen, die nächste Monatsmission, letzte Chance in dieser Woche, sich dafür zu qualifizieren. Also treten wir wieder frohgemut an und ja, hier erstes Spiel, gleich so ein bisschen Ernüchterung, muss man sagen. Denn den ersten Gang Hand, den bekomme nicht ich, sondern den bekommt Spieler 2. Ja, und der sieht ja wohl auch ganz gut aus, ohne Gegenreizung, blankes Herz, Ass abgespielt. Oh, Kreuz liegen wohl irgendwie 13 Augen drin, habe ich so das Gefühl. Sonst hätte mein Partner nicht geschnippelt. Ja, gut, und dann retten wir uns jetzt natürlich raus, da ich Karo frei bin. Karo steht ein bisschen unrund. Also, erstes Spiel geht an Spieler 2. Und damit bin ich hier wieder angekommen in der Liste und das heißt jetzt Fokus und hoffen, dass ein bisschen was geht. Ein bisschen den Turbo einschalten und da haben wir es schon in Spiel 2, so eine typische Situation. Guck mal hier, 22. 22 ist in Vorhand ja irgendwo kein Problem. Auch nicht in der Turniersituation, das musst du wohl irgendwie mitnehmen. Aber dann wird es auch schon ein bisschen kritisch. Also als Pik Hand ist das Ding eigentlich zu dünn. Und naja, gut, hier kann sich aber auch irgendwo ein Grang draus entwickeln, sage ich jetzt mal. Das ist ein Ansatz, der schon vorhanden ist. Muss dann aber natürlich schon ein wenig glücklich laufen. Also, ich habe das Ding jetzt gereizt, 24 gehalten, will mir keinen einfachen Kreuz angucken. Und jetzt war ich schon am Überlegen, pikant oder aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gucken rein. Und die Karo 10 ist eine Verstärkungskarte, die natürlich wie gerufen kommt. Aber alleine reicht das womöglich immer noch nicht. Pik Ass wäre mir lieber gewesen, ne? So ist es. Jetzt also die Frage, 13 Augen drücken oder doch 20 Augen drücken? Kann man ja auch machen. Pik 10, Herz 10. Aber dann ist er doch ein bisschen zu dünn. Ich sag mal, mit 13 Augen runter, wenn die Buben kommen, dann ist das Ding ja schon so gut wie gewonnen. Also einfach mal Daumen drücken, dass die Jungs verteilt sind. Ja, aber da sieht man es schon. Arschlecken. Hat nicht hingehauen. Also jetzt mal genau mitzählen, 17 Augen, Karo Lusche, vielleicht bedient Spieler 1 beide Karo-Bilder, nein, ist auch nicht der Fall, Karo sind alle draußen, 35, gut, man könnte jetzt noch mit den Luschen rumzupfen, aber das gibt nur unnötige Abwurfmöglichkeiten, also lieber direkt klären. So, und was ist das? Hier, positive Überraschung, Spieler 1 sticht nicht, und das ist gut, Pik Lusche hat er garantiert blank abgeworfen, ich stehe jetzt auf 45, und das eröffnet vor allen Dingen gleich den Bluff, nach den Karo Lusche nochmal Pik 10 zu bringen, die er dann vielleicht sticht. Abwurf Pik 9 gefällt mir auch gut. Und dann kann ich mir im Rückstich noch einen vollen angeln. Guck mal hier, 49, perfekt. Jetzt muss er nur stechen und dann hole ich mir Kreuz Ass. Ah, das gibt's doch nicht. Da hat er mich ausgeguckt. Da hat er diesen Braten gerochen und sticht tatsächlich jetzt Pik 10 nicht, sondern wirft ab. Ja, das ist aber Mist, wo ich erst 49 habe. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger zu gewinnen. Jetzt müsste doch am besten mal Kreuz Ass oder 10 auf den Tisch kommen. Nein, es kommt Herz Ass. Und da hat Spieler 1 natürlich schon beide abgeworfen, Lusche und König. Und ja, dann wird es jetzt natürlich schwer. Gut, er hat natürlich nur noch Kreuz und den letzten Buben. Und er will scheinbar hier, ja, wahrscheinlich, weil er das Kreuz Ass hat, noch den nicht schmieren. Denn das ist ja ein potenzieller Stich. Spielt hier quasi auf Rest. So, wenn ich jetzt Herz Dame steche, ja, dann kann er entweder überstechen und hat Rest, aber selbst wenn er dann seine letzte Kreuz Lusche da abwirft, dann wird es auch nicht reichen. So, Spieler 2, der hat dann noch Pik Dame und Kreuz 10, würde ich sagen. Ja, ich muss hier, also musste hier ein bisschen ins Gebet gehen, wie sitzt die Karte? Und dann habe ich jetzt hier noch eine Chance, wenn Spieler 1 tatsächlich so wie jetzt hier den Fehler macht und nicht das Kreuz Ass lädt und damit ist das Spiel gewonnen, denn jetzt muss ich ja was Volles zu greifen bekommen und ja, jetzt fallen da 21 Augen in Kreuz. Ich glaube, Spieler 2 ist not amused über diesen Stich. Das sah jetzt alles andere als elegant aus. Wenn er mir Kreuz Ass reinwimmelt, dann darf Kreuz 10 auch nicht kommen, dann muss Pik Dame kommen, Pik Dame, König, Abwurf Lusche, dann habe ich 56. Ja, also glücklich hier schon mal das erste Spiel gewonnen. Das ist natürlich ein willkommener Einstand, der einem irgendwie sagt, ja, du musst eben hier so ein bisschen aufs Gas gehen, du darfst dich auch nicht beschweren, wenn du dann solche Spiele verlierst. Das ist natürlich schon ein bisschen,
an der Grenze zu Harakiri. Aber es macht natürlich auch Spaß, wenn dann mal so ein Nebenplan irgendwie funktioniert. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Spieler 2 einen umbiegen. Ich habe nur einen Trumpf. Vielleicht hat mein Partner ja ein bisschen die Hand voll. So, und da geht's los. Erstmal ein Spiel ins Kreuz Ass. Okay, unverdächtig. Karo Bube fällt, weiß ich noch nicht. Okay, jetzt fällt Herz Dame. Also da wollte er schon irgendwie ein Auge sparen, offenbar. Das spricht vielleicht sogar dafür, dass er 5 Trumpf dagegen hat. Denn in welcher 4-Trumpf-Konstellation würde er erst den Karo Buben legen und dann die Dame? Nur mal so eine Idee. So, und dann hat er doch wahrscheinlich aus der 10 zu dritt aufgemacht ins blanke Kreuz Ass. Jetzt Spieler, vermute ich, dass er in sein Drilling greift, das schnippel ich. Ja, alles klar, 5 Trumpf dagegen, beide dunklen Asse blank und in Karo den Drilling mit der 10. Aber was macht denn mein Partner? Warum sticht er denn jetzt mich ab? Hat er Kreuz 10? Doch nicht. Er muss mir doch Kreuz 10 wimmeln. Eieiei, das verstehe ich nicht. Soll ich mich jetzt hier so getäuscht haben? Nee, wie geklärt, er kann doch... Nein. 5 Trumpf hat er dagegen. Er kann mir doch jetzt auf das Karo Ass erstmal die Kreuz 10 reinlegen und danach sticht er die Kreuz Lusche mit dem Herzkönig. Kriegt der Karo 10 auch noch? Das Spiel ist doch mausetot. Nein. Gut, wir waren live dabei. Spieler 1 hat hier irgendwie ein bisschen den Faden verloren, hat vielleicht seine Trumpfstärke überschätzt, aber er konnte noch nicht alle Trümpfe abziehen. Also das darf er natürlich nur machen, wenn er dann auch Rest hat. Dann kann er mir das Karo Ass abmelden und dann hinlangen. Ja, und dann guckt euch das an. Spiel 4 und der Spieler 2 eben noch fast verloren und jetzt den zweiten Granghand in Vorhand. Schön, ne? Und er hat eine Karo-Flotte von hier bis. Gut, mein Partner wird noch Kreuz-Bube haben, Kreuz-Ass wird er sicher nicht gespielt haben, wenn er noch einen hat, das wird eher blank gewesen sein, also vielleicht die beste Chance hier in Herz. Nee, läuft nicht. Dann hat er also quasi nur Karo, Kreuz-Ass blank vermutlich und das Pik-Ass bestellt. Ja, dann werden wir hier wohl nur rauskommen. Überlege ich hier noch gerade, ob er noch auf Pik 10 Dame sitzt, aber das ist eher unwahrscheinlich, also das kann ich hier aufgeben. Gut, und hier Kreuz König wäre auch eine Option. Pik König sieht ein Tick weit natürlicher aus. So, jetzt Rest bei uns. Pik 10 drauf. Nee, Pik 10 schläft noch. Pik 10 schläft. Deswegen gewinnt der Spieler hier mit 83. Gut, hätten wir tatsächlich einen Stich mehr gemacht mit 9 Augen, wenn ich da den Pik König behalten hätte, aber das ist auch klar. Wenn Pik 10 dann noch im Stock ist, gewinnen wir ohnehin keinen Blumentopf. Also war das egal. Ja, sehr erfreulicher Verlauf für Spieler 2. Ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen natürlich im Druck. Erstens, weil du ärgerst dich ja doch, wenn da so Spiele leichtfertig abgeschenkt werden. Die 40 Punkte können mal fehlen. So, und jetzt habe ich hier auch wieder selber ein bisschen frivol die 23 gehalten, weil ich den Pik spielen möchte in Vorhand mit einer guten Beikarte, aber ausbaufähigen Trümpfen, muss man sagen. Ah, das hat natürlich geschmeckt. Pik 10 war sehr wichtig, sehr wichtige Karte. Der fünfte Trumpf macht das Ganze deutlich stabiler und dann noch der Herzkönig als passende Ergänzung. Jetzt eine geschlossene Beikarte, da ist es auch schön in Vorhandposition zu sein. Denn hier an dem Trumpf, Trumpf 7, 8, 9, sieht man schon, es werden 4 dagegen stehen. Und Karo Lusche ist jetzt natürlich schon nicht ideal. Einmal eingespielt werden, direkt am Anfang, wäre besser gewesen. Denn jetzt komme ich gegebenenfalls einen Tick kurz. Also wenn jetzt nochmal eine Karo Lusche kommt, dann wird das Spiel knapp. Spieler 1 hat offensichtlich die 4 Trumpf, also noch 2 Buben dagegen. Dann muss ich überlegen, auf eine Karo Lusche jetzt vielleicht noch Herz fallen zu lassen. Beziehungsweise eine Karo Lusche ist gar nicht mehr drin, aber selbst auf dem Bild, denn dass ich keinen Vollen nachher in Karo steche, dass ich nur Dame König kriege, das reicht nicht, aber jetzt kommt es mir hier zu Pass, dass Spieler 2 ohne Trümpfe da nichts kaputt spielen will, die Farbe wechselt und jetzt ist alles klar, jetzt passiert hier auch nichts. Ich gehe einfach über die Dörfer, habe noch die beiden Stiche nur abgegeben, habe jetzt Rest, bekomme noch den Kreuzvollen
und gewinne mit 75. Aber da sieht man, wenn jetzt noch einmal Karo hinterherkommt, Karo Dame, dann wird das Eisen ganz heiß. Ich komme zu kurz, muss im Prinzip einmal abschmeißen, hinten Karo Ass raus. Und wenn der Spieler dann noch etwa auf mein Herz König wartet und nicht den Buben zieht, dann habe ich das Spiel schon verloren, knapp aber verloren. Also stand auch nicht automatisch auf Sieg, hätten die Gegner aber genau treffen müssen. Und Spieler 2 marschiert hier. Ohne Gegenwehr, sechstes Spiel, er steht schon sehr gut. Gucken wir mal. Herz König sieht ja irgendwie verdächtig aus, ne? Verdächtig blank. Also, denn warum sollte mein Partner Herz König spielen aus König Lusche oder so, wo ich noch 10 Dame habe, müsste das ja König Lusche sein. Das wäre ein sehr ungewöhnlicher Aufschlag. Also meine Arbeitshypothese, der war blank. So, und warum hat er blank gespielt? Vielleicht hat er noch einen Trumpf vollen. Auf jeden Fall hier schon mal schön, dass er mir Karo Buben direkt zeigt. Damit ist mein Trumpf Ass geschützt. Und hier sehen wir es. Ja, er hat den Trumpf vollen. Und es ist auch nur ein Fünftrümpfer offenbar, was natürlich die Arbeitshypothese bestärkt, dass der Spieler noch Herz dabei hat. Also direkt mit Herz nachgesetzt. 21, 42. Nächster Herz hinterher. Noch ein Stecher. Und da passiert es. Warum haut mir denn Spieler 1 jetzt eine Lusche rein? So schnell habe ich hier die Herzen durchgezogen und er gibt mir nur eine Lusche auf 45, ja, und damit wird Spieler 2 wohl wieder gewinnen. Der wird wohl noch im bestellten Karo Ass stehen und den letzten beiden Trümpfen, und das können wir jetzt nicht mehr schlagen. Wenn er hier die Pik 10 reinknistert, das wäre es gewesen. Ich weiß natürlich nicht, ob er sie hat, aber wenn er die Pik 10 reinknistert, dann stehen wir auf 55, dann kann ich Karo König spielen. Und ja, tatsächlich. Jetzt kommen wir auf 58 Augen. Karo Ass, Dame war noch beim Alleinspieler. Also das, obwohl Trumpf 3-3 steht, kann er dieses Ding eigentlich nicht gewinnen, wenn mein Partner da die Pik 10 reinballert in Herz Dame. Ja, und so wie wir die Züge, die Zufolge war, war das, denke ich, die logische Karte. Also ärgerlich, sehr ärgerlich. Spieler 2 steht viel besser, als er stehen müsste. Spieler 1 hat hier ein paar Chancen liegen lassen, und das belastet natürlich mich auch, denn mir fehlen da die 80 Punkte. Wie geht's weiter? Hälfte haben wir, jetzt ist Spieler 1 dran. Und hier habe ich natürlich auch Gas gegeben, habe geschaut, ob er den Nullouvert reizt, aber er ist auf 48 gegangen. Denn die berühmten 5 Vollen plus Bube hat mich schon inspiriert, das mal drauf ankommen zu lassen. Nun hat Spieler 1 aber selber den Grang, und dann bin ich natürlich froh, dass ich da auch nicht rangekommen bin. 3 Buben, Kreuz Ass dabei, Herz Ass hier dabei, wahrscheinlich lang. Nee, höchstens doch zu dritt in Herz. Wie auch immer, mein Spiel wäre wahrscheinlich ausgesprochen schwierig geworden. So, was ist in Pik los? Ja, sieht aus, als hätte er 3 Pik. Ne? Mein Partner hat ein Bild in Pik abgeworfen, also schnippeln wir und wollen uns hier die Bilder holen. Gut. Oh, hat er 2 Pik gedrückt, dann kann er jetzt nur noch Karo haben. Aber selbst wenn ich Pik erst direkt rausnehme, an einen Pik vollen kommt er ja sowieso ran. So, jetzt hier noch eine kleine Unschärfe von meinem Partner. Karo Dame war natürlich ein Tick zu früh. Das sind 3 Augen, die er unnötig geopfert hat. Andererseits, der hat wohl auch gesehen, wir können nicht mehr gewinnen, wollten nur noch aus dem Schneider kommen. Damit ist Spieler 1 jetzt also auch eingestiegen ins Geschäft. Und es ist nichts, es ist nichts. Und Spieler 2 marschiert mit guten Karten und dem Rückenwind, der so ein paar Geschenke einfach gibt, und macht hier den nächsten Grang los. Ja, und ich frage euch, wie eröffnet man das Spiel? Darf man beim Grang auch mal blank ausspielen? Irgendwo steht geschrieben, das tun nur Spieler, die keine Verantwortung übernehmen. Aber ich frage mal, was soll ich denn in den anderen Farben bitte für Verantwortung übernehmen? Könnte noch sagen, Pik ist vielleicht eine Alternative, weil es die längste Farbe ist, aber auch das ist alles andere als klar, ob damit da irgendwas Gutes bei rauskommt. Also ich halte das hier selbst beim Grang vertretbar, mal eine blanke Karte zu spielen, wenn sich einfach so wenig auf der Hand liegende Alternativen empfehlen. So, Pik wäre es tatsächlich gewesen, aber wir sehen auch, völlig egal, der Spieler hat eine Karo-Flotte von hier bis dort,
Also waren wir hier ohnehin verurteilt zum Schneider. Und damit steht er jetzt schon auf 580 Punkten, 5:0. Gut, drei sehr schöne Grangs, zwei Grang Hans, ein Grang, und die beiden anderen Spiele, wie wir es schon ausdiskutiert hatten, die waren beide nicht unschlagbar. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben ein schlechtes Kreuz, muss man sagen. Also 24 auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch ein bisschen was tun. Die Serie ist gleich vorbei. Es hat sich bei mir nicht, die Anschlussspiele haben sich nicht eingestellt, aber mehr als 24 ist er nun mal nicht wert. Und was macht Vorhand? Der bringt den nächsten Gang. Oh, hört ihr das da? Ich glaube, die Familie ist nach Haus gekommen. Ich höre verdächtige Geräusche aus dem Flur. Das bringt natürlich Freude. So, hoffe, wir können uns jetzt hier noch ein paar Spiele konzentrieren. Was passiert bei diesem Gang? Gut, Herz zu dritt offenbar, mein Partner hat zwei Luschen. Ich spiele einfach zurück, will natürlich meine Vollen vielleicht auf Karo unterbringen, brauche hier noch nichts anbieten, sondern kann ihn erstmal selber kommen lassen. So, und Karo steht bei meinem Partner, 32, 52, ja, dann langt es sogar, den Pik König hier zu legen, denn wenn der noch einmal bedient werden muss, dann haben wir mindestens 60, und so halte ich mir auch noch die Option offen, mit der Pik 10 sonst den Stich zu machen. Aber er muss bedienen, und Pik Ass ist auch noch mal bei meinem Partner. Guckt euch das an, 84 haben wir gegen seinen Grang. Also der war vielleicht auch ein Tick weit optimistisch, beziehungsweise auch Spieler 1 mit drei Buben und einem Ass war wohl schon hier in der Pflicht, noch mal was zu versuchen, und das ist bei ihm in die Hose gegangen. So, drei Spiele noch, Zwischenstand 221 habe ich auch erst, also da müsste jetzt auch noch richtig was passieren, denn hier beim Rocket werden die Serien ja an sich erst interessant, wenn da mehr als 500 Punkte zu Buche stehen. Jetzt habe ich einen Null-Over-Ansatz. Eine zu drücken in Kreuz und das zwei Leute reizen ist an sich immer schon ein gutes Zeichen, denn dass beide jetzt ein Farbschiff oder Grang haben, unwahrscheinlich. Ich kriege das Spiel auch hier für 36. Also jetzt eine gute, guck mal an, zwei gute sogar. Da habe ich Luxusprobleme, weiß ich, kann ich schon eine sichere Karte mitdrücken. Also ein schnelles Spiel, was mich ein bisschen noch im Rennen hält, 317. Ja, ich müsste jetzt aber schon die nächsten beiden Spiele noch machen. Und das kann es natürlich sein. Ass 10, Ass, noch eine 10, vier volle sind es nur und Pik Bube. Ja, und ich kriege die 24 wieder gereizt. Das ist natürlich ärgerlich. Da muss ich mich entscheiden. Aber ich entscheide mich jetzt hier aus taktischen Gründen. Ich ziehe das Ding durch. Ich hoffe mal, dass Mittelhand Null-Over reizt und ich noch eine gute Karte finde, denn es nützt mir nun mal nichts. Ich muss es einfach riskieren. Mit 300 Punkten werde ich hier in dem Turnier nichts. Und tatsächlich, bei 46 ist Spieler 1 ausgestiegen und Spieler 2 auch. Und jetzt ist ja eigentlich nur noch die Frage, finden wir so, dass wir hier was gewinnen können? Also eine gute Karte wäre doch nett. Kreuz Bube, das ist ja wie damals. Die hilft ja ungemein, muss ich sagen. Dann könnten wir Pik Dame König drücken. Aber etwas sicherer ist 14 Augen, denn mit den beiden Buben komme ich dann schon auf 22. Und wenn dann in Karo der Doppelläufer kommt, bin ich schon bei 50 plus Herz Ass 61. Also ich brauche hier im weitesten Sinne nur irgendwo ein Bild jetzt einkassieren, entweder eben Karo Dame und König noch dazu, oder hier, wenn die Jungs kommen, dann ist das so, der Drops doch auch so gut wie gelutscht. Also jetzt müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich das Spiel nicht gewinne, ein Bild irgendwie extra oder einen vollen rausgreifen. Das ist ja für die Gegner auch alles nicht so leicht zu überblicken, dass wie gedrückt ist. Also ich versuche es ja mal mit Kreuzkönig. Wenn der getaucht wird, bin ich schon Sieger, so ist es. Ja, dann... Nee, also Schneider wird in dem Spiel nicht gehen. Aber es langt mir ja hier Kreuz Ass stechen, Herz Ass ziehen. Wenn er Kreuz rausnimmt, dann muss ich eben hoffen, dass in Pik noch ein Voller für mich überbleibt. Also 439, da ist ja noch mal kurz Fantasie. Was bräuchte ich denn, um jetzt Spieler 2 noch zu greifen? Ein 120er langt nicht, ein 144er müsste das schon sein. Also jetzt noch ein richtig fettes Pfund.
Aber gut, erstmal hoffen, dass ihr überhaupt noch ein Spiel bekommt, dass ich die 500 beiße. Und ja, meine Freunde, so habe ich es mir vorgestellt. Das ist ein Ansatz. Das sind zwei Bauern und zwei Asse und ich krieg's für 18. Und Kreuz Ass ist drin. Jabbel, dabbel, du, das wird doch noch ein schönes Ergebnis. Also drücke ich Pik König und Karo Dame. Nein, ich drücke hier drei Augen. Ich gehe hier dann sogar noch auf erweiterte Schneideroptionen. Im Siegssinne sollte man vielleicht besser 7 Augen drücken. Aber wie gesagt, all in rufen wir hier beim Rocket. Ja, und dann kommt dieser erste Stich. Ist natürlich nicht meine Wunschkarte, denn jetzt schnibbeln ist sehr riskant. Dann droht mir da ein Abstich. Ich nehme lieber raus, auch wenn das natürlich im Schneidersinne nicht optimal ist. Aber gut, die Jungs stehen auch zusammen. Dann sollte ich wohl froh sein, wenn ich das Spiel gewinne. Hier die zwei roten Könige, die machen es mir leicht. Dann brauche ich einfach nur hinziehen, obwohl das natürlich andeutet, dass Kreuz auch zu dritt steht. Und so ist es auch. Also hier ist nichts zu machen, außer durchzuziehen. Und jetzt wollte ich nur noch mal gucken, ob Pik König vielleicht noch einen Stich macht. Nee, ist aber nicht der Fall. Pik Dame fliegt weg. Ja, also ein sehr schöner Endspurt, der mich tatsächlich noch auf 561 Punkte bringt. Auch ein paar interessante, knifflige Spiele dabei. Ich denke, das war ganz sehenswert. Spieler 2 hat hier das glückliche Händchen gehabt und Spieler 1 geht mit 0 Augen nach Hause. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und Abend. Bleibt am Ball und wie immer, gut platt!